Jetzt läuft's. Hey, guten Morgen. Hoi, Michaela. Guten Morgen, Moritz. Schön klappt das. Freue mich mega auf das Interview oder auf die Diskussion. Stell dich doch ganz schnell vor. Wer bist du? Ich bin Michaela. Ich bin CEO und Co-Founder von SagaForge. Wir sind Game-Entwickler. Wow, was für eine Überraschung. Und wir sind momentan an unserem ersten Projekt dran, wo Return to Nangrum heisst und in unserem Universum Arafin angesiedelt ist. Was hast du für einen Hintergrund? Ich habe ursprünglich Computer Science studiert. Klingt sehr fancy, ist basically Informatik. An der ETH? Nein, an der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften. Also ZHW kurz gesagt. Ja, und habe einen Bachelor of Science in Computer Science mit Schwerpunkt Embedded Systems. Okay. Und wie bist du zum Game entwickeln gekommen? Das ist so ein bisschen meine All-Time-Leidenschaft. Also ich habe eigentlich immer schon Games, seit ich mich noch erinnere. Ich glaube, mit 3 habe ich meinen ersten Gameboy bekommen. Und dann, als ich eigentlich das erste Legend of Zelda Ocarina of Time auf dem 64er gespielt habe, ist dort so der Moment gewesen, wo du die Ruhlesteppe rauskommst und so, wow, Open World. Und dort habe ich einfach gedacht, okay, ich muss mein eigenes Game machen. Und dann habe ich aber schnell realisiert, dass man das eigenes Game nicht einfach so schnell mal macht, sondern dass man dann muss programmieren muss und das, all der ganze Stuff. Und ich habe mich sonst schon auch für Computer eigentlich interessiert. Und dann irgendwie hat das so ein bisschen gematcht zwischen, okay, Science und Computer auf der einen Seite und Kunst, Art auf der anderen. Ja. Cool, sehr, sehr cool. Kannst du noch etwas zu eurer Firma sagen? Ihr seid ein Team, oder? Ja, genau. Also wir sind ein bisschen ein Family-Business eigentlich. Wir sind... Gibt es auch in der Game-Industrie? Ja, offensichtlich schon, ja. Wir sind eigentlich 4 Mitinhaber. Das sind einmal mein Partner plus seine Geschwister und ich. Und wir haben es eigentlich zusammen aufgebaut, sind so ein härter Kernteam, das auch miteinander im Büro ist. Und dann arbeiten wir aber etwa noch mit plus minus 10 Leuten in der Schweiz zusammen. Einfach auf Teilzeitbasis, plus noch mit internationalen Freelancer, so etwa 21 verschiedene. Also euer Family Business sind die 4 Family-Mitglieder, die Fulltime dran oder fast Fulltime dran arbeiten, plus noch ein Heer von Freelancer. Und erzähl mal schnell so für die, die jetzt zuschauen und zuhören, was ist das für ein Projekt und um was geht es in eurem Game? Okay, ja, da kann ich eigentlich weit ausholen. Ich fange mal mit im Kern an. Also das Game ist eigentlich ein Zwergenabenteuer. Es geht nicht um Zwerge, es ist Fantasy. Und prinzipiell wacht der Spieler auf, er hat keine Ahnung, wer das er ist, er hat Amnesie, er ist abgestürzt und es geht dann darum, quasi die Zwergenstadt zu ergründen, warum bin ich da, was ist mein Purpose und ja, einfach ein Abenteuer eigentlich zu erleben. Und das Ganze ist angesehen in unserem Universum, was ich schon gesagt habe. Und das ist dann halt einfach eigentlich viel grösser. Also wir haben auch zum Beispiel eine Worldmap, wo man sich anschauen kann, wie gross jetzt Nangrum ist im Vergleich zu der ganzen Welt, das ist ein kleiner Teil. Ja, liegt auch daran, dass wir eigentlich seit 2009 an dem entwickelt sind, also am Universum, nicht am Game, wohlgemerkt. Und einfach die ganze Hintergrundgeschichte. Wir haben eigene Sprachen, wo man sogar kann reden, wenn man das möchte. Wir haben eigene Maßeinheiten, wir haben eigene Worldmap mit eigenen Klimas, eigenen Jahreszeiten. Also einfach wirklich, eigentlich ziemlich durchgeknallt crazy viel Stuff, was wir da aufgestellt haben. Also ihr habt ein riesiges Universum geschaffen und macht jetzt mit eurem ersten Spiel so einen Teilbereich von dem Universum spielbar. Genau. Wäre das richtig gesagt? Genau. Also wir sind so ein bisschen der Meinung, okay, Zwerge sind absolut untervertreten in den Fantasy-Games. Und ja, dann ist... Jawohl, Zwerge! Eben, dann ist das Ding, ja gut, ist klar, machen wir jetzt das erste Game Goal zum Zwergen. Ich kann eigentlich sagen, ihr habt das Zürcher Herr der Ringe Welt geschaffen, oder? Nicht ganz. Ja. Oder schon? Es tönt natürlich nicht ganz so fancy, aber ja, ist gut. Ja, okay, Entschuldigung. Eben mehr für die Leute, die nicht so aus der Game-Welt sind. Okay, und jetzt bei dem, du hast gerade vorhin gesagt, die sind seit 2009 an dieser Welt dran, auf das konkrete eine Projekt. Oder wir können vielleicht noch schnell darüber reden, was haben die an dieser Welt gebaut. Ich meine, so eine Welt hat ja den grossen Vorteil, dass man ganz viele unterschiedliche einzelne Projekte drin kann machen. Mhm. Ja, kannst du ein bisschen von euren Milestones erzählen oder wie es zu dem gekommen ist? Also du hast schon gesagt, was dich da fasziniert oder wie ihr angefangen habt, aber
ja, was sind so die wichtigsten Meilensteine? Mhm. Ja, es, wie soll ich sagen, es ist eine ziemliche Journey gewesen, die wir durchgemacht haben, eigentlich seit dort. Also, angefangen hat es eben, dass wir eigentlich eben im privaten Abend, wenn wir selber einmal gegamed haben, nach dem Game sind zusammengeguckt und gedacht, okay, gut, was müsste unsere Welt haben? Und haben das so ein bisschen verglichen. Also, wir haben dann Anno gespielt und sonstige Aufbaustrategiespiele. Ein mega cooles Herr der Ringe Aufbaustrategiespiel und haben gesagt, okay, wie müssen es bei uns aussehen, was müssen wir machen, haben diskutiert gemacht. Und, da. Und dann während dem Studium haben wir eigentlich mal angefangen mit einer Projektarbeit, wo es um das Thema How to develop a Game Engine, also wie tut man eine Game Engine entwickeln. Was ist eine Game Engine? Eine Game Engine ist eigentlich nichts anderes als eine Software, die es einem erleichtert, ein Spiel zu entwickeln. Das heisst, es nimmt dann gewisse Arbeiten ab, wie zum Beispiel Physikberechnungen. Man hat eine visuelle Übersicht, wo welche Objekte sind. Also man kann eigentlich das ganze Spiel quasi wie visuell sichtbar machen. Und es ist nicht einfach nur ein Code, den man auf dem Schirm hat. Also ist das Werkzeug eigentlich, ein Werkzeug zum Games zu bauen. Genau. Ja. Typische Schweizer Handwerksarbeit, Werkzeug bauen oder Maschinen bauen oder so. Oder? Also Maschinenbau eigentlich in der Game-Industrie, könnte man sich so sagen. Ja, genau, digitale Maschinen bauen. Okay, also ihr habt eine Abschlussarbeit, eine Bachelorarbeit über Werkzeuge für die Game-Industrie gemacht. Genau, sorry, mach weiter. Ist einfach nur wichtig zu erklären oder für die, die zuhören. Ganz genau, ja. Also das ist eigentlich, eben, eigentlich so ziemlich das letzte Semester vom Studium haben wir eigentlich nur an dem gearbeitet, haben an dem auch programmiert. Wir haben, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu technisch, das muss ich sein. Aber ja, das ist eigentlich prinzipiell das Ding. Und ich habe dann nachher angefangen als wissenschaftliche Assistentin zu arbeiten am Institut an der ZHAW in Winterthur. Und dann war die Idee, das weiterzuentwickeln. Also mit dieser Bachelorarbeit eigentlich einen Schritt weiterzugehen und zusammen mit der ZHAW ein Projekt aufzugleisen und Projektfinanzierung zu bekommen für ein KI-Projekt. Ja. Genau. Also ein typisches Innovationsprojekt eigentlich im Technologiesektor. Ganz genau, ja. Lass mich raten, sie hat nicht kapiert, was ein Game Engine ist. Nein, ich glaube nicht, nein. Aber ja, also dann habt ihr in Zusammenarbeit mit Hochschulen sozusagen probiert, also eigentlich eine Technologie zu entwickeln. Genau. Also es ist ja dann eigentlich darum gegangen, nicht einfach nur ein Game Engine, sage ich jetzt mal, zu entwickeln, sondern eine neue Art von Game Engine, die es in dem Sinne noch nicht gibt. Nämlich eine, die Spiel quasi auf Mobile draussen mit Spiel von drinnen vor dem Bildschirm verbindet und eigentlich quasi das Bindeglied zwischen diesen zwei herstellt. Und ja, ZHAW wäre da der Hochschulpartner gewesen. Also sie hätten mit uns das Projekt zusammen gemacht, wo sie eigentlich 50% übernommen hätten und 50% hätten wir übernommen. Und für die 50% von der ZHAW wäre eben die Frage gewesen, wegen der Finanzierung, ob das über KT möglich ist. Und dann hat es geheißen, nein, zweimal. Das ist auch noch spannend. Kannst du noch ganz kurz auf das eingehen? Was heisst draussen und drinnen verbinden? Das heisst eigentlich, es ist. Prinzipiell kann man sich das so vorstellen, jetzt einfach im Fantasy-Setting. Mir geht arbeiten am Morgen und hat das Handy dabei und dann haben wir zum Beispiel, ich meine, für die, die Pokémon Go kennen, ist das wahrscheinlich kein fremdes Prinzip, draussen irgendetwas finden. Also es ist dann so ein bisschen, man hat zum Beispiel ein Feld draussen, wo man kann abernten kann, oder man hat draussen eine Kiste, wo man kann finden kann, virtuell, wo man quasi kann Sachen rausnehmen kann, und dann kann man das eigentlich den ganzen Tag machen. Und dann am Abend, wenn man heimkommt, kann man das übertragen auf den PC. Und besser gesagt, das macht es natürlich schon automatisch. Aber man hat es nachher quasi im virtuellen Spiel, ja, cool. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Und eben, muss ich noch sagen, ihr habt das eingegeben im KT vor Pokémon Go. Ja. Also so ein bisschen blöd gesagt. Ihr hättet wirklich Innovation betrieben und irgendetwas kopiert oder so. Ja, schade. Nein. Das war ja vor dem Return, also vor dem Game, wo ihr jetzt mega daran arbeitet war. Und dann ist es weitergegangen. Ja, dann sind wir natürlich zuerst mal ein bisschen enttäuscht gewesen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil wir sind wirklich echt davon ausgegangen, dass das klappt. Weil, ja, also, es sind schon andere Projekte gefördert worden, wo ich nochmal denke, so, okay, ich weiß nicht, was jetzt an dem innovativ ist, aber legen wir das mal beiseite. Ja, und dadurch sind wir natürlich halt auch dementsprechend leicht enttäuscht gewesen und haben dann gedacht, okay, gut, jetzt müssen wir uns neu sortieren, was machen wir? Und dann haben wir gut, wir droppen das Projekt, also das tun wir nicht selber weiterverfolgen. Es ist zwar auch im Arafin-Universum, das hat sogar Arafin geheissen,
Aber wir haben gesagt, nein, das lassen wir jetzt mal beiseite. Das ist für uns ein grosses Scope, wir fangen etwas anderes an. Wir haben dort aber noch nicht gewusst, dass wir nachher den Scope von diesem Projekt wahrscheinlich auch so wieder aufblasen, was dann auch passiert ist. Genau, aber eigentlich sind wir jetzt an einem PC-Spiel dran, wo noch Virtual Reality Support mit sich bringt. Okay, genau. Ja, so habe ich euch ja kennengelernt. Für mich sind ja immer das Zwerge-Virtual-Reality-Game gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es erst mal ausprobiert habe. Irgendwo in Nordamerika, glaube ich. Das ist immer so lustig, oder? Aber ihr seid jetzt ja wirklich PC-basiert. Und also einfach ein normales Fantasy-Computerspiel. Genau. Hey, wie viel Zeit, eben, es tönt, ich glaube auch, also nur, dass das auch für die Non-Gamerinnen, die jetzt zuhören, klar ist, das tönt mega gross und ich glaube, es ist auch mega gross, oder? Ja. Das ist riesig, ist ein riesiges Projekt. Wo steht ihr jetzt gerade so? Ich würde sagen, wir sind eigentlich zumindest in der Entwicklung drin. Ich, ja. Klar, ich wäre froh, wären wir schon quasi kurz vor dem Ende, aber ich würde jetzt mal sagen, momentan haben wir so heiße Phasen erreicht, wo es sich so ein bisschen darum geht, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin, mit wem wollen wir dort hin, wollen wir mit einem Publisher gehen, wollen wir uns sonst irgendwie finanzieren, wie finanzieren wir uns? Eigentlich sehr viel drum herum Fragen, die müssen geklärt werden und nebenbei läuft die Production einfach. Wie muss man das vorstellen, wie viel Zeit haben wir jetzt investiert? Also so richtig Vollgas angefangen haben wir im 2017. Dort haben wir 2 Vollzeitstellen gehabt, die besetzt waren eigentlich. Mittlerweile sind wir zum 4. plus minus. Ich habe die Stunden, also die Stunden sind natürlich in unserem System getrackt, aber ich habe sie persönlich nicht mehr mitzählt, weil es einfach irgendwann, also ja, eigentlich, wir leben eigentlich quasi für das Game, kann man so sagen. Ja, und das sind jetzt 4, wo wirklich mega viel Zeit investieren, eben mehr als 4 Jahre schon. Mhm. Eure Freelancer, wie zahlen denn die? Ja, das ist das andere. Das ist natürlich die nächste Schwierigkeit, die aufkommt, wenn du ein Unternehmen gründest und in dem Sinne nicht so ein Riesenkapital dahinter hast. Die Frage, wie zahlst du deine Angestellte? Und wir haben es eigentlich so gelöst, bis wahrscheinlich viele Schweizer Game-Entwickler lösen, nämlich, dass wir quasi mit Deferred Salaries arbeiten. Das heisst, das Salär wird eigentlich aufgeschoben, jeder tut seine Stunden ausschreiben und am Schluss, wenn das Projekt released wird, hat er das wieder zu gut. Ja, also wenn es Einnahmen generiert, aber nur wenn es Einnahmen generiert. Okay. Und sonst ist es verlorene Zeit, ja. Böse gesagt. Also es glauben alle Leute, die bei euch arbeiten oder die mit euch arbeiten, massiv daran. Ja. Und ihr als Kernteam unterstützt ihr da irgendwie gegenseitig mit anderen Jobs noch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, eigentlich grundsätzlich ja. Ich habe viel noch bis im Ende 18 habe ich 100% draussen geschafft, um da mitfinanzieren. Ja. Jetzt der eine, die Brüder schafft auch 100% noch draussen, plus noch irgendwie 50% vom Wochenende da. Also es ist so, ja. Also es ist das alte Sippenmodell eigentlich auf Game-Entwicklung transferiert. Irgendjemand bringt den Kohlen hin und die anderen arbeiten am anderen Ding. Ja, es ist eindrücklich krass. Und eben, ich glaube, ich hoffe, ich darf das so sagen. Also, die Stunden sind weit, schon über 20.000 Stunden, die ihr investiert habt. Also, nur um es ein bisschen fassbarer machen für alle Leute. Das ist auch wirklich ein riesiger Scope. Und eben, ihr seid in der Mitte. Wie kommt das Projekt draussen an, wenn ihr es zeigt? Also an der Stand, wenn wir jetzt zum Beispiel an einer Messe sind wie der Fantasy Basel oder weiss ich, also wir sind nicht verkleidet oder so, haben die Leute damals das Gefühl, wir sind einfach nur für, keine Ahnung, für eine grössere Company da am Stand, das wir präsentieren und dann ist das kann ich also bezeugen, das habe ich auch schon erlebt, Leute, die ausgeflippt sind, weil wir erst einen Stand neben euch hatten und so, nicht in der Schweiz, sonst irgendwo. Ja, also es ist wirklich so und dann kommen sie halt zu einem an und fragen so, ja, kann ich mit einem Entwickler reden und dann ja, statt vor dir, nein, eh nicht, oder no, that's not possible. Und dann bist du so, doch, wo ist das Problem? Und dann haben wir angefangen, so ein Roll-up aufzustellen von der SGDA, wo irgendwie drauf steht, Made in Switzerland, Swiss Games. Dass die Leute wirklich erschnallt, hey, das wird da in der Schweiz entwickelt. Das ist nicht irgendwie irgendein Projekt. Und es wirkt halt, also ich muss natürlich schon sagen, eben, es wirkt einfach nach außen riesig, wenn du das so siehst. Und wir haben ja auch unsere eigene Stand, die wir jeweils mitnehmen, Inland. Und dann verstehe ich es, dass ein Stück weit, dass die Leute das Gefühl haben, oh wow. Aber ich finde aber einfach so, dass, hey, es kann ja nicht aus der Schweiz kommen. Den Gedanken finde ich so scheiße, dass die Leute effektiv das Gefühl haben, so, hey, es kann ja nicht sein, dass die Schweiz etwas macht. Die Schweiz soll doch keine Games entwickeln.
Das ich meine, das kommt noch dazu, aber dass man dann noch so ein Projekt auf dem, eben in dieser Grössenordnung und in diesem Setting, ich meine, das muss man schon, glaube ich, auch ein bisschen sagen, es ist so, das ist so ein bisschen das Untypische, oder? So ein Fantasy-Welt bauen, jetzt schon nicht unbedingt, es ist ja schon, ich meine, das muss ich auch irgendwie so ein bisschen verstehen, es ist ja schon eine Kombination von mega, es muss man mega gut schreiben, muss etwas erfinden, Welt, das ist wirklich sehr viel Fantasie notwendig, es muss aber auch irgendwie zusammenpassen, wie du gesagt hast, meine, mega cool, man muss eigene Sprache, eigene Masseinheiten, das habe ich gar nicht gewusst, übrigens mit den Masseinheiten, das finde ich witzig, finde ich super cool. Und dann noch der Game-Teil und eben Technologie, ich glaube, kann man auch sagen, ist auch nicht ganz ohne, oder? Also ihr seid wirklich ein Hightech-Team, wo ja mega im Vordergrund steht. Mega wichtig ist auch, so muss man sagen, dass man das überhaupt stemmen kann. Also es ist schon nicht ganz so typisch schweizerisch. Mir gefällt es auch mega, dass eure Ambition auch einfach ist. Sorry für die Sprache, man muss also sagen, fuck it, wir machen das jetzt einfach. So, das ist schon. Es ist schon so, nicht ja. Ganz schweizerisch. Super, wirklich grandios. Es kratzt auch mal an meiner Schweizer Seele. Also so, der innere Schweizer in mir hat immer so ein bisschen hemmiger und findet so, oh nein, was machst du da und was holst du da auf? Aber eigentlich muss ich sagen, nein, wir müssen gross denken. Ja, und das, eben, wenn ihr es landen könnt, ist es einfach auch mega kompetitiv, oder? Und da sind wir ja jetzt beim Landen, sind wir jetzt bei den Rahmenbedingungen und so. Also ihr tragt monstermäßig viel Risiko auf euch, oder? Wie macht ihr das, so ein Projekt durchzustehen die letzten 4 Jahre? Also ich nehme an, die ersten 2 sind ja noch eher euphorisch. und dann wird es dann irgendwie auch anstrengend. Aber schon, also es ist heavy, oder? Ja, also ich muss schon sagen, mittlerweile ist schon ein Beissen. Also am Anfang eben, wie du sagst, man ist voll motiviert, man ist voll dabei, es ist alles neu, man lernt die ganze Szene mal kennen, es ist wirklich so noch voll die Umbruchstimmung eigentlich. Ja, hätte können reisen. Ja, man hätte können Massenreisen und weiß ich was genau. Sorry, hatte ich nicht. Ja, genau, und dann ist so, yeah, cool, GDC, wow, und dann siehst du andere grosse Studios, wow, das ist von Bungie, wow. Also weißt du, so, das wirklich ist so, wow, alles neu, alles cool, alles mega. Und dann irgendwann bist du eingespielt und ja, dann ist wirklich teilweise halt ein Bissen. Und bei uns ist es noch so, dass wir jetzt momentan, jetzt sind wir um Büroräumlichkeiten suchen, aber momentan, wir haben eigentlich ein Reihenhäuschen. Plus heisst das, dass wir dann einfach ein Stock ist wirklich nur Büro und ein Stock ist, wo wir leben. Und dadurch, dass das alles so durchmischt ist, funktioniert das auf der einen Seite relativ gut, dass wir flexibel sind. Also wir können wirklich eigentlich morgen 2-mal umkehren und sind im Büro. Macht aber auch das Privatleben halt dann natürlich schwieriger, weil du hast in dem Sinn, wir haben sozusagen wie keine Stube, oder? Sondern unsere Stube ist eigentlich unser Büro. Und ja, aber es ist etwas, was nötig war, ist, zu sagen, okay, gut, dass wir das Projekt machen können, müssen wir irgendwo schauen, dass wir Abstriche machen. Und es schmerzt dann schon mit der Zeit. Also nicht nur, klar, jetzt nicht nur das, sondern einfach so das Allgemeine. Du bist wirklich, eben, du trägst mega viel Risiko, 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 Risiko und hoffst natürlich, dass das Risiko dann irgendwann quasi wieder zurückvergütet wird, aber du hast keine Garantie dafür. Und also volles Commitment auf Deutsch gesagt. Ich meine, ihr seid, also man kann es gar nicht besser noch exemplarisch zeigen physisch, oder? Was ihr gemacht habt. Ihr habt das Büro, also die Firma ins Haus reingebaut und dann einen Stockgrund. Also ja. Ja. Und eben, es ist nicht so, das Game machst du nicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr, sondern es ist jetzt bei euch das 4. Jahr. Aber wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist es gerade schwierig oder so, oder? Also ja, es ist wirklich Fulltime. Ja. Ja. Wie lange geht es noch? Ja, das ist eine gute Frage. Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an. Wir sind ja momentan noch mit Publishers am Verhandeln, wo dann eventuell auch noch zusätzliche Finanzierung reinkommen, was dann natürlich alles wird beschleunigen. Und dann hoffen wir, dass wir anfangs Mitte nächstes Jahr fertig werden. Aber es ist immer so eine heikle Sache mit der Prognose, wie lange haben wir noch. Ja, nein, klar, aber also mindestens noch mal ein Jahr. Ja. Am 17. haben wir das Gefühl, hey, nächstes Jahr sind wir fertig. Und niemand so, oh Moment, nein, das ist nicht wirklich. Okay, krass. Ja. Man unterschätzt es völlig. Also man hat, am Anfang haben wir wirklich so das Gefühl, so, hey, ja, komm mal. Aber es ist natürlich auch, am Anfang sind wir wirklich nur Walking Simulator gewesen. Also sprich, du hast noch rumlaufen, noch Sachen anschauen. Und dann sind so Kommentare gekommen, so, kann ich auch kämpfen? Nein, du kannst nicht kämpfen. Aha. Gut, ja, vielleicht müssen wir schon, okay, mal nehmen wir das noch rein. Und dann sind einfach immer Feature dazu gekommen. Und jetzt ist es einfach wirklich ein ziemlich grosses Konzept, das wir da aufgestellt haben. Und das müssen wir jetzt zuerst mal stemmen.
jedes einzelne Feature ausprogrammieren, alle möglichen Funktionen einbauen. Hey, und wenn du sagst, ihr verhandelt mit Publisher alles aus dem Ausland, nehme ich an, oder? Ja. Ja. Es gibt ja auch nur einen Schweizer Publisher, oder? Ja. Also das heisst, auf der ganzen Welt, oder wie muss man sich das vorstellen? Und wie läuft das jetzt zur Pandemiezeit? Ich meine, ihr habt jetzt nicht können umreisen und das gut zeigen, oder? Ja, das stimmt. Also ich jetzt die letzten zwei Jahre sind wir eigentlich, ja nicht ganz die letzten zwei Jahre, 2020 und 2021 sind wir nicht umgereist. Wir sind ja nicht am Essen gewesen, werden höchstwahrscheinlich das Jahr auch nicht mehr am Essen gehen. Ja, aber es ist natürlich, dadurch, dass wir zwischendurch einen Trailer veröffentlicht haben, dort mal noch ein bisschen Content, also das Ganze nach außen kommunizieren und PR leisten, hat dann auch Anfragen generiert. Also wir haben das Glück, und ich glaube, das kann nicht jeder von sich sagen, dass wir selber persönlich niemanden anschreiben mussten, sondern es sind eigentlich alle auf uns zugekommen. Na cool, sehr cool, ja. Ja, da schätze ich uns sehr glücklich, also muss ich sagen. Ja, und so ist das Gespräch. Wir hatten den Trailer auch verschiedene Sprachen übersetzt. Wir haben festgestellt, zum Beispiel Russisch. Wir haben mega viel Zugriff von Russland gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, den wir übersetzen auf Russisch. Und da sind auch russische Publisher auf uns zugekommen. Das Gleiche gilt für China, Japan, Amerika sowieso. Was haben wir noch? Ja, das aber hauptsächlich eigentlich so. Kannst du für uns ein beschreiben, was ihr braucht nach so einem Marathon, um das jetzt fertig zu machen? Also wirklich noch ein bisschen non-tech. Ich meine, ihr habt schon monsterfilmmässig Zeug entwickelt, aber ihr seid jetzt wirklich zumindest, ich glaube, man muss es so sagen, im Sumpf der Game-Entwicklung. Ja. Oder, man hat, glaube ich, ich habe es schon lange nicht gespielt, muss ich noch ehrlicherweise sagen, würde ich natürlich mega gerne nachher noch. Aber ihr habt, glaube ich, so wirklich ein gutes Set, ihr habt ein Setting, ihr habt ein Projekt. Jetzt muss ich fertig machen, oder? Genau. Kannst du das ein bisschen beschreiben und kannst du sagen, ja, was das braucht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? Also prinzipiell haben wir recht viel, ich nenne es mal Basisarbeit, müssen wir machen bis dahin. Also das bedeutet, wir haben zuerst mal das Gesamtkonzept aufstellen. Wir haben ein Game Design Document angefangen zu schreiben, wo immer wieder weiterlaufend ergänzt wird. Jetzt sind alle Features aufgelistet, jetzt sind architektonische Sachen, aber nicht im Sinn von Architektur, wie man sich es vorstellt, sondern codemäßige Architekturen aufzeichnet. Was kommt alles rein, das Game, wirklich alle Specs sind da drin. Und dann eigentlich von dort aus haben wir angefangen zu planen. Und dann haben wir die Planung überrührt. Jetzt ist sie mal so realistisch und fix, dass man sagen kann, okay, wir können unsere Päckchen einhalten. Weil das ist immer, eben, es ist ja so ein bisschen, zuerst muss sich das Team irgendwie zusammenwachsen, zuerst muss man wissen, was man überhaupt macht. Ich meine, es ist schon das erste Game, wir haben keine Ahnung vorher, wir haben die Erfahrungen müssen sammeln. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir so ein bisschen das Framework haben, also wir haben unsere Konzepte, wir haben auch Konzeptzeichnungen, wir haben unsere 3D-Models, wir haben unsere Engine plus unsere Tools, die wir selber entwickelt haben dazu. Wir haben einen grossen Teil der Features implementiert, code-wise. Und jetzt gilt es einfach wirklich, das alles in ein Ding zusammenzubringen und zu sagen, okay, gut, das ist jetzt die Welt, das ist der Charakter, das kannst du machen, das ist das Spiel. Also wirklich die Bauarbeit zu machen. Aber von dem haben wir ja schon einen Teil gemacht, oder? Also, also geht es jetzt einfach darum, das schneller zu machen. Ja. Und halt natürlich gewisse Features. Also wie soll ich sagen? Unser Feature-Set, das heisst, was du im Spiel eigentlich alles kannst machen, ist relativ gross. Der ganze Gesamtpool. Ja. Und wir haben natürlich müssen sagen, okay, gut, das und das und das können wir reinnehmen. Das ist realistisch. Und alles andere wird den Rahmen sprengen. Und theoretisch wäre es auch eine Möglichkeit zu sagen, gut, okay, wenn wir jetzt noch externe Finanzierung bekommen, dann könnte man noch etwas mehr reinnehmen, wir können es anderen schneller entwickeln. Also es ist ein bisschen eine Frage, wie man dann seine Ressourcen einteilt. Aber unser Hauptziel ist eigentlich einfach, möglichst bald fertig zu werden. Und natürlich nehme ich auch Kommunikation und Marketing zu machen, aber auch da, ich meine, da sind ihr habt ja nicht nichts gemacht, oder? Das muss man auch sehen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen. Es lohnt sich unbedingt, wenn man sich jetzt interessiert für das Projekt, die Webseiten und Trailer zu schauen und so. Ihr seid sehr aktiv in der Kommunikation. Ich meine, das machen wir ja auch noch, das muss man ja auch noch nebenbei machen. Fans ansammeln. Ich nehme auch eben Inbound-Traffic über. Was wäre jetzt so dein, wenn jetzt ich ein Engel wäre und dir einen Wunsch würde erfüllen, was wäre so dein Traum-Szenario, um dein Projekt oder um euer Projekt rauszubringen? Gib mir einen Marketing-Verantwortlichen und zwei Programmierer zusätzlich.
Wird man schon lange. Das ist so. Okay. Ja, das würde schon mega helfen, ja. Weil momentan eben, wir haben eigentlich einen Lead-Programmer oder besser gesagt eine Lead-Programmerin, die eigentlich wirklich zu 99% den ganzen Code schreibt. Das ganze Marketing mache eigentlich ich und der Lukas. Und auch dort, ich meine, es ist eben, auch das, man unterschätzt es völlig. Man hat am Anfang immer das Gefühl, ja, man macht ein cooles Game, release das und dann ist das gut, dann hat das Erfolg. Aber so ist es eben nicht. Ja. Du kannst das beste Game von dieser Welt rausbringen, wenn es nicht richtig vom Markt ist, dann kann es einfach ein Rollkrepier daraus geben. Ja, ja, krass. Ja, es ist mega eindrücklich. Und sag mal schnell, also finanziell, von was reden wir da? Für was für Dimensionen? Was würde euch helfen, um das ein bisschen ja, also wenn ich jetzt nur rein von der Produktion rechne, dann wären es etwa noch 500'000, die uns würde fehlen. Momentan, ja. Also es ist so, wir können das Projekt selber fertig machen mit den Finanzen, die wir momentan haben, würde einfach viel, viel länger gehen. Und wenn wir jetzt noch quasi Finanzierung von 500'000 würden bekommen, dann wäre das mit Release nächstes Jahr Mai realistisch. Dazu wäre es etwa noch 22 Minuten, wo wir müssen daran arbeiten. Ja. So ist es einfach mal gerechnet. Schließt aber das Marketing nicht, das wäre dann separat. Genau, also wir bräuchten sozusagen noch Geld für die Vermarktung oder halt einen Partner, der die Vermarktung machen können. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion von wegen, wenn er das Geld extern einnimmt, wenn er für die Vermarktung die Verantwortung abgeben, dann haben wir auch nicht so Kontrolle und dann könnt ihr auch nicht irgendwie weiter darauf aufbauen oder so. Genau. Das ist bei uns besonders das Problem, weil wir haben ja das ganze Universum und das Universum lebt ja eigentlich von der Community. Und wenn die Community extern ist und der anderen gehört, dann können wir das Universum nicht aufbauen. Ja, genau. Und dann könnt ihr wie auch nicht mehr, also dann könnt ihr wie eine wirkliche Firma um das rundherum bauen, wo das weiterentwickelt, weitere Projekte dazu macht und ja, das halt wirklich wachsen lässt. Jetzt, also anders haben wir gesagt, dir würde es einfach euch würde es massiv helfen, finanzielle Unterstützung zu haben, um einfach zum Stabilität. Und es also ist eigentlich wie ein Snickers auf dem Marathon, oder? Ja, ja, ja. Du sagst relativ klar, ja, nein, ich muss nicht alles finanziert haben, wir machen es scheiß drauf. Ich meine, muss ich das auch mal überlegen, eben nochmal in der Dimension. Finde ich schon, es ist mega, also Chapeau, ich kann es nicht anders sagen, ich finde es mega krass, was ihr da macht. Ich nehme dir das auch 100% ab und das ist ja auch, muss ich das eben in den Dimensionen sehen. Einfach jemand mal, der ein Team zusammenstellt, 30'000 Stunden oder mehr investiert und findet, ja, das ziehen wir durch, es geht halt länger. Ja, crazy, oder? Aber, und es wird das auch ein Bruchteil, nehme ich an, nicht ein Bruchteil, aber auch die Hälfte von diesen 500'000 würde einen brutalen Unterschied machen, oder? Würde euch mega krass helfen. Aber es ist einfach, wie wir gesagt haben, eine Möglichkeit, die probierst du nicht mehr, oder? Nein, können wir glaube ich gar nicht mehr. Nachdem wir es zweimal eingereicht haben. Ah, okay. Das ist ein Projekt, aber... Eben, es ist ein neues Projekt, aber ja, nein, lohnt sich nicht. Da bist du irgendwie Monate, um das ganze, die ganzen Dokumente am entwickeln und nach am Schluss kannst du es... Eben, von der Pro Helvetia kennen wir uns, oder von der Swiss Games Initiative, so, dort sind wir dabei gewesen, aber eben, das ist auch in eurem Fall auch ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Ja, also was wir haben ist Mentoring, das hat uns mega gebracht. Jetzt finanzielle Unterstützung von der Pro Helvetia haben wir in dem Sinne nicht direkt bekommen, aber halt einfach durch die Messen. Und das ist natürlich auch schon mega viel. Weil so Messen sich selber zu finanzieren im Ausland, das ist extrem teuer. Das geht einfach fast nicht. Und ja, und es ist immer Cash-out, oder? Also wie ist jetzt bei uns so, wenn jemand von euch kann das Müsli finanzieren und die Wohnung, aber wenn dann noch musst das Dritte auf Nordamerika fliegen, ein Hotel oder ein Airbnb oder so, das ist nachher einfach irgendwie 5'000 Stutz und das Geld ist einfach, das musst du irgendwie auftreiben, oder? Das ist das Problem. Genau, ja. Ganz genau, ja. Ich finde, Pro Helvetia macht da wirklich Pionierarbeit auf dem Gebiet. Ja, es scheint nach nichts, aber es ist monstermäßig wichtig. Ja. Und das ist ja das, was ich mit dem Artikel auch geschrieben habe, mit dem Austrocknen. Ihr seid so ein gutes Beispiel, weil das ist auch etwas, was von dem profitiert, das Pflänzchen, das langsam wächst, aber eben, ihr müsst das ganze scheiß Wasser selber ankarren, um irgendwie das Pflänzchen zum Wachsen zu bringen. Und nur ein bisschen Dünger oder wird so krass, oder Wasser würde so krass helfen, um einen grossen Baum daraus zu machen. Ja. Und da habe ich mich also angesprochen gefühlt von deinem Artikel, weil halt einfach, ich erlebe es wirklich einfach so. Also es ist einfach zu wenig da in der Schweiz. Andere Länder haben das so viel voraus. Schauen wir die nordischen Länder an, Schweden etc. Die betreiben auch viel mehr Förderung auf viel verschiedenen Ebenen. Ich meine, wir können nicht erwarten, dass nur auf der Kunstebene
voll Games gefördert werden. Es gibt so viele Bereiche und die Finanzen sind auch nur endlich. Aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, die einfach nicht berücksichtigt werden. Eben, es ist auch alles, was man immer sagt in der Schweiz, was es halt braucht, Innovation und irgendwie gewisse Patente oder Sicherheitsschutz. Es ist bei euch alles gegeben, alles. Und oder, ich glaube, die Leute schnallen das schlichtweg einfach auch nicht. Eben, es ist Technologie, es ist mega technologietrieben. Und die IP, die Welt, die kann man ausbauen. Das ist auch ein Asset. Es ist halt einfach ein Asset, wo die Schweizerinnen und Schweizer, glaube ich, nicht so ganz kapieren. Etwas. Ja. Also ja, etwas, was halt virtuell und eben in der Kunst ist. So. Hey, was würdest du dir wünschen, so für Finanzierung, das Modell, wenn du sagst, nordische Länder und so, was wäre etwas, was jetzt euch helfen würde, das zu machen? Ich denke, die Frage wäre mehr nicht, was einfach jetzt uns im Spezifischen will helfen, sondern allgemein der Schweizer Game-Entwicklung. Weil, also von so vielen Leuten, die ich kenne, die hier in der Schweiz Games entwickeln, ist erstens mal, haben wenige wirklich das Glück, können durchzustarten. Das ist das eine. Und meiner Meinung nach, der Grund, warum das so ist, ist halt eben wirklich auch, weil man ist so auf sich allein gestellt. Eben dank der Pro Helvetia haben wir den Jason DeRocca als Mentor bekommen. Das war schon mega eine Hilfe, jemanden mal zu haben, der uns einen Einblick noch schon in das hinein kann geben. Und einerseits finde ich, wäre es cool, gäbe es noch mehr Austausch, obwohl es schon mega viel untereinander organisiert hat. Aber einfach so ein bisschen, ja, auf einer globaleren oder besser gesagt nationaleren Ebene, dass das mehr koordiniert wäre und dass halt die Schweiz auch, wie würde dem einen Rahmen geben? Ich meine, es gibt so viele Innovation Hubs von der Swisscom, Technopark, weiß ich nicht was. Aber nicht für Games. Für alles andere, aber nicht für Games. Und es ist auch etwas Technisches. Und das verstehe ich. Ich meine, es ist hochtechnisch. Fintech, Bitcoin, Blockchain, bla bla bla. Nada Games, oder? Ja. Und es ist die grösste Unterhaltungsbranche. Es ist eine der profitabelsten Branchen weltweit. So, eben, es ist Export. Ihr seid auch so ein super gutes Beispiel. Es ist auch wieder für mich wieder eindrücklich. Du sagst, ja, wir haben mega viel Inbound-Traffic aus Russland, also aus China und so, oder? Also, ich nehme an, ihr habt nicht so viele Inbound-Requests von der Schweiz. Die Schweiz ist für euch auch einfach ein Markt, den ihr beackert im Marketing. Und wenn du sagst, Messen gehen, weil es halt der Heimmarkt ist und weil es Spass macht, mit Leuten zu reden, aber relevant, geschäftsmäßig wird es nie sein. Oder? Nein, überhaupt nicht. Und das ist eben auch das. Ich freue mich dann halt eben, wir bekommen Anfragen, auch wenn es ums IP geht. Und viele finden halt das auch wirklich, eben, wie du gesagt hast, ein mega Asset hinten dran, dass es nicht nur das Game gibt, wo eigentlich eine Chance ist, sondern das Ganze hinten dran, wo man auch anders nutzen kann. Macht gar nicht. Ja, sag es nochmal bitte. Die Tatsache ist ja die, dass das außerhalb sehen halt viele das Potenzial, das in dem ganzen Universum steckt und nicht nur im Game. Und das ist einfach in der Schweiz überhaupt nicht gegeben. Und ja, eben, wir kommen so viel. Also du meinst, außerhalb im Ausland gibt es Investoren, potenzielle Investoren oder so Leute, die so sagen, hey, ja, okay, ich sehe das Potenzial, so muss dem etwas Größeres bauen, etwas Nachhaltigeres. Ja, ganz genau. Und was ich auch begeistern lassen davon. Das finde ich, in der Schweiz ist das auch so etwas mega Schwieriges, die Leute überhaupt können zu begeistern. Ja, wenn wir gehen, dann musst du verstehen, es ist schon etwas Suspekts. Ein Zwerge-Game, ein Zwerge in einer Fantasy-Welt. Oh, das ist schon. Das ist schon komisch. Also. Ja, ist schon sehr komisch. Ich kenne so einen Typ, der heißt Tolkien, der hat es probiert, aber. Nein, lieber nicht. Wie geht es weiter ganz konkret jetzt für euch? Einfach. Ab in Stollen und fertig machen. Ja, ganz genau. Ab in die Mine pickeln. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Und irgendwo durch, wie soll ich sagen, am Anfang hat es mich noch ein bisschen traurig gemacht, dass es in der Schweiz so läuft. Also eigentlich wirklich so, die Erkenntnis, die du schilderst in deinem Artikel, ist für mich so gewesen, aber warum? Es kann doch nicht sein. Und nein, das gibt es doch einfach nicht. Und alle Voraussetzungen wären da. Wir bilden die besten Leute aus, sind wirklich auch begehrt. Wir haben die Köln eigentlich, aber nein, wir schaffen es nicht, das Umfeld zu schaffen für Game-Entwicklung. Ja, und das ist einfach so. Und dann irgendwann ist einfach so, ja, okay, dann halt. Also, das ist auch wieder schade, eigentlich. Irgendwann resignierst du einfach, weil du findest ja gut, es lässt dir eh keiner zu. Es interessiert sich eh keiner dafür. Und eben, wenn Profetia macht und tut und es, ja, es ändert sich wie nichts. Es ist so, es kommt einem immer so ein bisschen vor wie so ein Tropf auf den heißen Stein.
Obwohl es mega, für uns ist es mega viel, aber nach außen ist es einfach so. Und was meinst du, liegt bei euch nochmal ein Projekt rein, wenn wir mit dem fertig sind? Ja, es ist jetzt die Frage, wie das Projekt natürlich ankommt, oder? Ja. Also ja, es ist schon relativ viel Risiko auf eine Karte, die wir da gesetzt haben jetzt momentan. Darum sind wir ja das Universum noch sonst am Ausbauen mit Kurzgeschichten, einem Buch, wo wir am Schreiben sind, dass wir wie auch halt noch mehr Optionen hätten. Aber also ich frage mich auch aus Energie und so, weil es ja doch, also hast du das Gefühl, ihr macht nochmal ein Game zusammen nach dem, also schafft ihr das? Oder ich, glaube, ist jetzt halt... also, ich denke, Pause werden wir alle zuerst mal brauchen. Ich meine, nach all den Jahren so wirklich von morgen bis abends spät immer dran sein und eben Ferien ist ein Fremdwort, Wochenende kenne ich auch nicht wirklich. Den Stock mit dem Büro rausräumen und mal ein Wohnzimmer einrichten für ein paar Monate. Das ist jetzt mal das erste Ziel. Das ist jetzt mal das, was wir jetzt momentan am Anpeilen sind. Und dann ist schon, mal viel wieder für mich gemacht. Und, ich gebe mich mit ganz wenig zufrieden. Ja, dann hoffen wir, dass es ein mega Erfolg wird. Es wäre sehr, 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 sehr cool und ihr in dieser Welt könnt weiterbauen. Ich meine, möchtest du noch etwas hinzufügen? Für mich war es mega eindrücklich. Danke vielmals, dass du es erzählt hast. Gibt es noch etwas anzufügen? Nein, eigentlich nicht. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass man eigentlich eben in Sachen Games viele Wege kann gehen. Wie gesagt, ich komme aus dem Technischen. Es gibt aber auch den Weg vom Künstlerischen her. Und das finde ich eben auch so cool an dem Job, dass es eigentlich so viele Facetten hat, die man könnte abdecken. Ja, deine Teams, dass sie so interdisziplinär sind. Ich meine, man muss schnell die Webseite von euch anschauen und euer Team, was es da alles für Disziplinen gibt. Ich glaube, ihr zeigt das sehr, sehr gut, oder? Von Grafik über Musik, über Linguisten. Das ist gerade grossartig. Wirklich so gut. Du hast das Management, das Marketing gesagt, etc. Also es ist wirklich es ist voll interdisziplinär. Durch das auch mega, mega, mega spannend. Das Coole ist eben auch, wir können das irgendwie auch nur, weil so viele Leute sich wirklich für unser Projekt begeistert haben. Also viele von diesen Composers, jetzt vor allem die Ausländischen, haben absolut unter Preis eigentlich für uns geschafft, weil sie einfach gedacht haben, hey, das ist ein geiles Projekt, ich möchte das erfolgreich sehen. Und das ist bei ganz vielen Sachen so. Und eben zum Beispiel, unser Main Composer ist Martin Filliger, er macht viel für Schweizer Fernsehen. Und auch ihn, er ist total begeistert und macht da voll mit uns mit und zieht und zu sehen, wie andere Leute am eigenen Projekt auch Freude haben können, gibt einem irgendwie so ein bisschen, gibt einem wirklich mega viel, finde ich. Und ja, eben, man hat mal eine Sprache angefangen zu entwickeln und jetzt kann ich sie selber nicht mehr richtig reden, weil ich Grammatik nicht mehr kenne, weil eben das weiterentwickelt worden ist und ich muss dann auch fragen, ich habe das Wort für Gelehrter, aber wenn ich jetzt den Lehrer will, wie muss ich es ableiten? Und dann kommt der Linguist und erklärt mir, ja weißt du, eigentlich so und so und so und so. Okay. Gut. Hey, ein mega cool, super Schlusswort. Danke vielmals für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Sehr gerne.